Maßnahmen gegen Lobbyismus. Was ist eigentlich Lobbyismus? Als Lobbyismus bezeichnet man grundlegend die Einflussnahme auf Abgeordnete eines Parlaments oder auf diverse andere Entscheidungsträger. Meist vertritt eine Lobby, bestehend aus einem bzw. mehreren Lobbyisten, die Interessen des Auftraggebers. Somit bezeichnet man als Lobbyist einen Interessenvertreter, der Lobbying im Auftrag eines Dritten durchführt. Er beschafft sich Informationen, verfügt dadurch über ein umfangreiches Wissen auf seinem Gebiet und gibt diese Informationen dann weiter. Er kann als Berater fungieren, der Politiker bei schwierigen Entscheidungen unterstützt und kann im Sinne des Auftraggebers handeln, um gegebenenfalls Vorteile für die jeweilige Firma oder das jeweilige Unternehmen durch Beeinflussung wichtiger Entscheidungen zu erlangen. Aber wie agiert ein Lobbyist genau? Wie gesagt, verschafft sich der Interessenvertreter vorerst ein sehr umfangreiches Wissen über die jeweilige Thematik. Meist schreiben Lobbyisten auch Vorlagen zu Gesetzesentwürfen und gehen zu Anhörungen sowie pflegen den Kontakt mit Parlamentsmitgliedern. Die verschafften Informationen teilen sie dem jeweiligen Auftraggeber mit, der diese zu seinen Gunsten auswertet, um sie dann im Sinne des Auftraggebers als Lobbypapiere an den Lobbyisten übergibt. Dieser muss nun die Abänderungsvorschläge an den Entscheidungsträger herantragen. Dabei wirkt er argumentativ auf diesen ein, was meist erfolgreich endet, da die Entscheidungsträger bei den komplizierten Thematiken auf zusätzliches Fachwissen der Lobbyisten angewiesen sind. Ein Beispiel für Lobbyismus wäre zum Beispiel, ein Unternehmen unterstützt mit einer Summe Geld eine kleine Partei, damit diese ihren Wahlkampf führen kann. Nachdem diese Partei nun ein Mitspracherecht in der Politik besitzt, kann sie ihre Entscheidung auch im Sinne des Unternehmens treffen, dass man in bestimmten Situationen auf genau dieses Unternehmen zurückgreife und beispielsweise nur von diesem Unternehmen bestimmte Produkte bezieht. Probleme des Lobbyismus. Sicher hat Lobbyismus nicht nur negative Seiten, jedoch wird der Begriff häufig negativ betrachtet, da viele ihn als eine Gefahr für die Demokratie sehen. Allerdings können zum Beispiel Lobbyisten durch ihr Fachwissen auch hilfreich auf Politiker einwirken. Ein großes Problem dabei ist jedoch, dass die Lobbyisten hierbei häufig nur den Vorteil ihres Arbeitgebers im Sinn haben. Somit steht ihnen das Wohl der Gesellschaft zwangsläufig nicht so im Vordergrund. Ein weiterer Faktor, der den Begriff Lobbyismus negativ belichtet, ist, dass Lobbyismus ein gewisses Kapital verlangt. Dadurch ist es kleineren Organisationen oder Unternehmen meist nicht in dem Maße möglich, Lobbyismus zu betreiben, wie bei Großkonzernen oder generell größeren und somit wohlhabenderen Verbänden oder Organisationen. Dadurch entsteht ein ziemliches Ungleichgewicht. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist Deutschland noch nicht so fortgeschritten, wenn es zum Überblick über die tatsächliche Menge an Lobbyisten kommt. Zwar gibt es im Bundestag eine Art Lobbyliste, jedoch ist diese unvollständig, da man nicht verpflichtet ist, sich in diese einzutragen. Man geht davon aus, dass in Berlin ca. 6.000 Lobbyisten arbeiten, was umgerechnet ca. 9 Lobbyisten pro Politiker entspräche. Maßnahmen bzw. Lösungswege gegen Lobbyismus. Mehr als 3/4 der bei einer Umfrage gefragten Bürgerinnen und Bürger kritisieren die Macht und Einflussnahme von Lobbyisten auf die deutsche Politik. Dieses Misstrauen in das deutsche politische System wird oftmals auch als Folge des Lobbyismus bezeichnet, der auch dazu beiträgt, dass viele Bürgerinnen und Bürger weniger Vertrauen in die Wirkung ihrer Wahlen haben und Teile sich auch hin zu Demokratiefeinden oder Rechtspopulisten entwickeln. Lobbyismus müsste durch Maßnahmen sowohl auf Seiten der Einflussnehmenden als auch auf Seiten der Entscheidungsträger oder zu Beeinflussenden eingeschränkt werden. Einer der wohl meist gefordertsten Lösungsvorschläge bestünde in der Einführung eines Lobbyregisters. Durch ein Lobbyregister hätte man in Zukunft einen Einblick in die bislang verdeckten Einflussnahmeversuche der Lobbyisten auf die Politiker. Bisher können sich Lobbyisten im Verborgenen bestens mit Politikern vernetzen und durch ihre Informationen großen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Daher lassen sich zwar bisherige Auswirkungen für Demokratie und Gesellschaft nur schwierig erfassen, jedoch geht man davon aus, dass die bisherigen Auswirkungen von Lobbyisten auf politische Entscheidungen sehr schwerwiegend sind. Viele Menschen sind auch empört über die Tatsache, dass die Beeinflussung von politischen Entscheidungen abhängig von der finanziellen Lage des Lobbyakteurs ist. Aber wie würde ein solcher Lobbyregister funktionieren?
Als erstes müssten sich die Lobbyisten registrieren, dann müssten diese ihren Auftraggeber nennen, ihr Budget nennen und anschließend das Gebiet der Einflussnahme nennen. Die Konsequenzen bei einem Verstoß belaufen sich darauf, dass man eine Strafe zahlen müsste und entlassen werden würde. Bei einer Umfrage waren 78% der Befragten für ein Lobbyregister. Mit einem solchen Lobbyregister soll nun Klarheit geschaffen werden, wer zu welchem Thema, mit welchem Budget und von wem geschickt probiert, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Dies ist vor allem auch nötig, da die Regulierung hinsichtlich dessen in Deutschland sehr schwach ist. Im Zusammenhang damit soll ein Beauftragter für politische Interessenvertretung eingestellt werden, welcher einerseits dieses Lobbyregister führen soll und andererseits auch darauf achten soll, dass die verlangten Regeln eingehalten werden. Im Falle eines Regelbruchs sollen die Betroffenen mit den bei einem Verstoß übereinstimmenden gleichen Strafen konfrontiert werden. Dieses Amt könnte auch dem Präsidenten des Deutschen Bundestages die Aufgaben hinsichtlich der Kontrolle sowie der Durchsetzung des Parteiengesetzes abnehmen und sollte sowohl finanziell als auch personell dementsprechend ausgestattet werden. Ebenso soll nun Klarheit hinsichtlich der finanziellen Unterstützung an Parteien geschaffen werden. Allerdings schaffen die bisherigen Regeln und das Verbot von Einflussspenden noch nicht genug Transparenz. Hierbei könnte ein Maximum festgelegt werden, wie viel Geld ein Spender oder Sponsor an eine Partei überweisen darf. Als vernünftige Grenze hielt man hier den Betrag 50.000 Euro pro Spender bzw. Sponsor. Die Zuschüsse durch Sponsoren sollten auch in gleichem Maße transparent gemacht werden wie die der Spender. Bei der Erstellung von Gesetzesentwürfen wirken wohl auch nicht in allzu geringem Maße private Beratungsunternehmen mit, die unter anderem auch die Interessen der jeweiligen privatwirtschaftlichen Kunden aus den verschiedenen Bereichen vertreten. Allerdings ist die Erstellung von kompletten Gesetzesentwürfen von privaten Dienstleistern weit über dem zu duldenden Maße, was die Mitwirkung in demokratischen Verfahren angeht, da dies die Aufgabe des Parlaments und der Ministerien sind. Hierbei wäre eine mögliche Option, dass die Bundesministerien prinzipiell die Erstellung von Gesetzesentwürfen nicht vergeben dürfen an Beratungsunternehmen oder Kanzleien. Bei externer Beratung wäre man auch dazu verpflichtet, diese offenzulegen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Unabhängigkeit der Abgeordneten hinsichtlich der Einzelinteressen. Es ist nämlich möglich, dass diese abseits ihres Berufes falsch beeinflusst werden können. Hierbei müsste das Abgeordnetengesetz ebenso wie die Verhaltensregeln für Bundestagsabgeordnete angepasst werden. Somit wären diese dazu verpflichtet, dass sie angeben, welche und wie hohe Nebeneinkünfte diese erhalten, wobei prinzipiell bezahlte Lobbytätigkeit abseits des Mandats ausgeschlossen sein sollte. Ebenso sollten auch die Regelungen hinsichtlich Interessenkonflikten erweitert und präziser werden.